So, da geht's ganz konkret weiter mit Deadpool. In Folge Nummer 7 mittlerweile, glaube ich. Ganz verrückt. Was haben wir gerade aufgesammelt? Ein Sentinel-Teil. Wofür brauchen wir das? Für diese komische Transportmaschine. Wer baut die? Cable baut die. Und was machen wir damit? Uns Fußweg ersparen und irgendwo hinkommen, wo der richtige. Wie ist der Spacke jetzt nochmal? Von Malakai, ich hab den Namen vergessen. Der Mr. A-Loch. Ja, sag einmal. Die sind mir echt am aller. Nicht liebsten. Ich frage mich, ob irgendwas Besonderes passiert, wenn ich hier die Taco-Anzeige mal auf voll habe. Vielleicht kriege ich ja dann eins von diesen schönen, coolen Extras. Darf unbedingt nicht vergessen, am Schluss mir mal die Extras noch durchzugucken. Vielleicht mal so wegblasen? Ja, gut. Ich sollte ja immer dafür Sorge tragen, dass ich vor jeder Munitionsart ein bisschen was verschossen habe, um wiederum Sachen aufzusammeln, die wenn sie dann mal vorbeikommen. Cable. Ich doch wieder hier rausgekommen, ja, wenigstens das. Yo, Cable! Found the first part! Woohoo! Wo ist Cable? Excellent! You're one step closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving. Na gut, finden wir auch dieses Teil. Wir sind hier schließlich Videospiel halt. Deswegen finden wir Teile für irgendeine Maschinerie. Two parts? Really? Hey, Rome wasn't built in a day. Steuere ich jetzt mal voll konkret in diese richtige Richtung. Dämliches Schild, Herr Einis. Wer hat denn hier die Schildkraft? Wer ist denn hier der Schildverantwortliche? Ich möchte dem Verantwortlichen sprechen. Hat er sogar geruckelt? Ein Laderuckler gehen? Interessant. Wo ist der Schildverantwortliche? Ach, da ist er. Ne, ist er nicht. Hä? Scheint wohl ein Konzept zu sein. Entweder das oder. Ich weiß egal, was wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Lass ich links liegen. So, was gibt's hier? Hallo, gut, Tatsache. Sunshine? Du Ass-Kicken. Du bist nicht der Hauptperson hier. Ist echt schlecht, wenn ich die Gegner hier mit dieser Kombo treffe. Hey! So ist natürlich auch gut. Eine kriegt die Schläge auf, der andere wird weggebombt währenddessen. Eine schöne Kombo. Ist es dieses Ding, was hier so tief rumorende Geräusche macht? Bestimmt. Unser Lieblingszelle voll. Hier ist was für dich und hier ist was für jemand anderen. Und. Arschlecken, jetzt ist das Ding schon wieder verschwunden. Verdammt! Ich hasse das in jedem Spiel, wenn jetzt solche Sachen immer despawnen. Das ergibt keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn.
Dieser eine Gegenstand, der wo er so rumflackert, kann doch nicht so bedrohlich sein für die Arbeitsleistung. Oder? Das stimmt mir doch jetzt hoffentlich mal zu. Wir haben genug Money, um einen Kauf mich zu kaufen. Schnellfeuergewehr. Was denn sonst? Mehr wollen wir auch nicht. Ah, ja, mal so ultimativ Schnellfeuer-Ding. Hat dafür aber ein bisschen mehr Bums natürlich. Gefällt mir. Müssen wir gerne mal einsetzen beim nächsten Gelegenheit. Wir können ihn auch so rumstöhnen. Dieser Schädel hat mich schon die ganze Zeit hier fasziniert. Er bringt nichts. Schade, ist hier ein Museum gewesen oder sowas? Würde zumindest das ein bisschen erklären. Aber irgendwie? Boing. Das ist mein Doppelspruch. Da ist er. Wo komme ich denn hier sauber hoch? Ach, natürlich. Ich muss diese dumme kleine Hand hier benutzen, um mir ein paar Zentimeter mehr Luft zu ergattern. Oh. Aber für die Vorstellung lohnt es sich auf jeden Fall. Ein Toilettenbereich. Hingeschissen. Ach. Absolut stabil genug. Kann ich es nochmal zu. Oh, es geht tatsächlich weiter. Warum nicht nochmal? Gut. Really good. Die Toiletten haben eindeutig verloren. Kann ich das nochmal zupfen? Echt interessant. Für Energie, die in dieser kleinen Zelle drin steckt. Dieses Konzept der super genialen Energiezelle. Ach, wenn es das so bis heute schon gibt. Ich will es gleich mal in meinen Handheld reinbauen und nie wieder aufladen müssen. Ha! Absolut perfekte Verwendung für sowas. Jetzt wird's Zeit für. Den wollte ich auch mal wieder einsetzen. Knusprig. Ich hab meine Ente schön knusprig. Aus der Bahn. So, jetzt ist der Schildtyp wenigstens mal wieder down. Und gerade eben fällt mir das auch wirklich so richtig schön wieder auf. Verdammt, viele gleiche Gegner. Ich krieg hier. Oh. Immer die gleichen Gegner. Könnte fehlen. Langsam nerven. Was ist denn das für ein Riesenkopf? Das ist wirklich hier so ein Museum. Eins von diesen Museen, wo von diesen Sentinels platt gewolzt worden ist. Nebenbei natürlich auch der ganze Rest von diesem Planeten. So heißt es zumindest. Da
habe ich nämlich ein bisschen zu wenig Hintergrundinformationen. Look, it's Billy. Who's Billy? Bin ich schon wieder. Schön, knallt gut. Schießt aber jedes Mal doppelt, das ist ein bisschen ein Nachteil. Zumindest in der Hinsicht, dass ich jedes Mal dann jedes Mal einen Schuss verbrauche, wenn ich den der erste schon ins Ziel geht. Sieh mal an. Schöne Ritterstatue. Aber was mache ich denn jetzt hier eigentlich? We need to find a way up. Meine Waffen zeigen dahin, also versuchen wir es doch mal so. Gehen wir hier lang, gehen wir hier hoch, gehen wir hier längs. Hey, das funktioniert ja gar nicht mal. Oh, bestimmt, weil ich diesen Weg nehmen soll. Folge dem schönen Collectibles. Da kannst du niemals falsch liegen. Und jetzt? Gute Frage, wie wär's, wenn ich doch als erstes mal... einfach hier runtergehe. Ich bin immer so verleitet, nicht irgendwo runter zu springen, weil das dann meistens bedeutet, dass ich nicht mehr hochkomme. Oder ich mit sonstigen Unzulänglichkeiten zu kämpfen habe. Bin ich aber dann wirklich gleich mal gespannt, wie dieses Raumschiff abgehen wird. Was sich da Cable so zusammengebaut hat. I'm Wade Wilson and I approve this message. Klickety klick. Ach, jetzt trifft's doch eigentlich. Gut. Gut, dass ich diese Energiezelle ja unbedingt gebrauche, weil ich genau jetzt da runter gehe. Balancieren. Keine Zeit für sowas. Another power cell. Let's get back to the Sentinel Arm Cannon and have some fun. Aber natürlich in irgendeiner anderen, weil sonst wäre es ja auch unlogisch. Oder? Ja, genau. Noch mehr Toilettenhäuschen, die wegspringen. Na, wohl doch nicht, schade. Oder doch? Oh, ich kann sie von hinten manipulieren. Sieht man an, ich habe die doppelte Power. Wie geil. Das ist eine gute Idee. Da stürmt man das Museum, damit es auch wirklich zerstört wird. Das ist echt ein anderes kaputtes Ding. Aber irgendwie sehe ich da jetzt auch nicht so... Okay. Looks like you brought a gun to a giant robot arm cannon fight. Wenn wir dann warum der Abend zu irgendeinem Showdown kommt, hat die Gegner auf jeden Fall schon mal sehr eingeschüchtert, da bin ich mir sicher. We've got everything we need to execute my super amazing awesome plan. Let's get back to Kate. Here we go again. Geh mal aus der Bahn, ich hätte gerne. Oh, sind sie wieder so viele von diesen Schützen. Ich mag euch.
Schützen nicht, denn ihr macht einen auf Distanzkämpfer, was mir den Spaß vermisst. Ich hau jetzt aber ab. Ich bin hier, verdammt noch eins. So, jetzt habt ihr euch eigentlich das abgeholt, was ihr unbedingt haben wolltet. Eine Quetschzone. Einen Knutschfleck. Oh. Ganz schön viele. Auf einen Schlag. So, jetzt aber ab. Jetzt ein schönes Kommoding. Okay. Komm doch. Edgy Badgy. Ich baller dir ins Gesicht. Großer Kopski. Ja, das hat er jetzt davon. Da habe ich immer eiskalt zurückgeschlagen. Und zwar richtig hart mit dem Hammer. Er hat zwar den Nadelarm, ich habe dafür den Hammer. Oh Gott, Cable wird ausrasten, wenn ich das Teil bringe. Cable! Unser Herr Kabelfreund. Summers, here's the last part you need. Now let's roll up! Kling! Wrong franchise, buddy. Blade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my... Oh. Damn it, Wade! Damn it, Wade! Oh, ich bin hier. Yo, dog, I heard you like boots. So I put my boots in this boot, so I can stomp you while I stomp you. I told Cable this shit would work. This is freaking awesome. If he's from the future, why doesn't he go back in time and tell himself to stop being such a tool? Good boy. Should have known this was gonna work before we did. Stimmt ja. Oh. Oh, was ist jetzt los? Ich war gerade so schön am Schießen. Mir fällt gerade auf, das ist ja wirklich ein riesiger Stiefel. Unglaublich. Was sagt ihr mit ihr gegen, wo wir schon waren, etwa? Schon wieder so eine Mühsache. Tiefer repariert. Scheiße, okay. Ach du Scheiße! Das würde ich jetzt durchführen müssen. Oh. Oh, was sind noch Anlinge? Ey, das ist gerade wieder richtig gut, weil das ist wieder genau einfach nur Spaß in Reinform. Und einfach mal so, wusch! Jetzt wollen wir ganz schnell was anderes wieder. Gummi. Sentinel Instructions. Großartig. Einfach nur großartig. Oh, bisschen gedamaged. Ja, doch, eigentlich alles nur noch gleich. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich hab gerade echt viel Spaß. Munch. Hey, I think I'm getting the hang of this. Yeah, no, I don't think so. Oh, du schon wieder. Ihr schon wieder, besser gesagt. Ah, ich hab so einen Kackgierigen auf mir drauf. Oh, gut gehabt. Part of the plan.
Ich halte nicht aus. Sure were a lot of expensive setups in that level. Hope Peter's okay with the budget. Budget? Oh, we'll show him budget. Yeah, watch this. Oh ja, das sprengt bestimmt die Budgets. Das war... Hey, there's Rogue. Flying just like us. Flying right at us. Dipple, look out. Hey, die fahren echt eine Menge Zeugs ab. Echt eine Menge cooler Zeugs. Vor allem eine Menge auch richtig verschiedenster Zeugs. Being upside down is fun. Deadpool, quit pulling around. I can't hold on like this. Shit, ich hab wohl... Na, scheiße. Fly? Fly away. Fly away. Sinister is here. Oh, es geht runterwärts. Nicht? Vielleicht kriege ich nachher nochmal eine Chance, sie anzufassen. Oh, da bist du. Wait till Sinister gets his hands up. Isn't that blockbuster shit? Scheiße. That's not this is gonna hurt. Wie haben wir da eigentlich so stabil drin sitzen können? Wir waren noch kopfüber. Ups. I gotta get my head on straight. Nice ass. Wait, that's our ass. We'll need to find our arm to twist the head back on. Repariere meinen Kopf. Ups, falsch. Invertierte Steuerung. Perfekt. Come on, Blair, figure it out. Is that Mr. Shugums? What's he doing down here? Hey! Nein! Well, the mutt has good taste. Drop it. Drop it. Don't make me shoot you, boo-boo. Come on, Doggy. Mach keinen Blödsinn. Ich will das jetzt wirklich nicht erleben, dass der Hund umgepustet wird. Komm, lick my balls. Want a treat? Gott, der Hündchen bleibt stehen. Okay, now don't go anywhere. Hab meinen Arm. There we go. Okay. Wie viele Drehungen waren das? Good boy. Who's your good doggy? Ah, guter Hundi. That's right, Sid. Now to find the X-Bay. Who? You know, Rogue. He's gotta be down here somewhere. No one could have survived. Der macht richtig schöne Köter-Sounds. Just shut up and look. We gotta confirm with Blockbuster. Gut. Ich kümmere mich jetzt um die Typen, die wohl gleich um die Ecke stöbern. Ja, ich muss schleichen. Okay, ich glaube, diesmal kann ich mir sogar die Sache versauen, wenn ich nicht gut genug schleiche. Der eine geht hier hin, der andere geht hier hin. Schleiche, schleiche, schleiche. Ich schleiche mich an dich an. Verdammt! Dich wollte ich eigentlich auch anschleichen. Dann halt nicht! Dann hau ich dich dezent um. Let's see what's behind door number one. Where are we now? Looks like some kind of Genosian prison. Prison? Ooh. I was able to read a blurb about it before someone tore up High Moon's script. Hey, that was cathartic. Don't know why we're still trying to follow that stupid script. That's what we've been doing? Whatever! New script. Save Rogue, make her fall madly in love with us. Done. Happy? We're better at improv. Super.
Wo geht's jetzt lang? Wahrscheinlich links rum, hä? Mal um sowas ein bisschen wieder einzustreuen. Auf YouTube gibt's ja Screw Attack und die machen ja immer ihre Dead Battles. Und ich glaube, jetzt weiß ich, was ich auf Aussicht anspielen will. Natürlich diese eine Dead Battle, wo Deadpool gegen Deathstroke gekämpft hat, ist wirklich ein absolutes Unterhaltungsfeuerwerk. Und die haben den Charakter wirklich so gut getroffen von Deadpool. Einfach nur geil. Ein richtig schönes Animationsding war das. Muss man wirklich sagen, ganz große Leistung. Wo ist jetzt der Rouge? Die Arena. Ernsthaft? Eine Arena? Hey, ich habe mir gerade einen Shortcut runtergestoßen, kann das sein? Wie unglaublich unnötig. Was gibt's eigentlich in dieser duseligen Arena, wo die ganze Zeit hier alles in die Richtung Arena zeigt? Muss ich hier wirklich runter? Scheint wohl so zu sein. Gegner hier, sonst da irgendwas interessant? War doch gerade irgendwas dahinter, oder? Oh. Ne, keiner von diesen ganzen Klonen hat einen Heilfaktor und das ist auch gut so. Das müssen wir uns ständig immer wieder gegen diese Typen bewähren. Hey, Moment hier mal. Was ist der Unterschied zu der normalen momentanen Situation? Irgendwie ja keinen. Hä? Sehen, da ist ein Atomspacko dabei. Hey, die haben viel zu viel Energie. Hey! Heftig, sie muss sich doch verkloppen. Nur so kann ich glücklich werden. Jawohl. Damit hätte ich den ersten Doofi, dann den nächsten Doofi und der kriegt eine Sonderbehandlung. Das war's. Ausgang. Oh. Eine Menge von diesen. Wie wär's, wenn ich sie? Oh, hat er ultra gut funktioniert. Der Defekt. They're complete idiots. They look like Gambit. Yeah, but better looking. All of these guys look to be cloned from some X-Men or another. Ich komm noch nicht hin, aber es ist mir jetzt gerade sowas verwusst. Oh, wie penetrant das sogar noch verschwunden ist. Dreh, dreh, wupp, weg ist es. Wupp, wupp. Was ist denn jetzt eigentlich mit denen hier? Ist die wirklich so? Ah. Defekt im Sinne von selbst killen. Also aufgepasst. Oh, mein Geldkonto. Ich explodiere gleich. Vorher lauter Deepies. Pickling, Combo, was hat man noch? Die Schussteile. Hm. Das habe ich ja schon gekauft. Mehr Schaden. Mehr Kugeln. Oh ja, für das ist eindeutig Zeit. Klatsch, klatsch. Ha. Okay, das habe ich jetzt also. Das räumt bestimmt gut ab. Und wenn nicht, die Konter sind jetzt auch anders. Das könnte sehr schmerzhaft für die Gegner ändern.
Und wir das natürlich auch. So, interagiere mit diesen ganz komischen. Ja. Sieht voll danach aus, als wäre da unten. Dieses eine Ding, wo ich da drüben gesehen habe. Ich laufe mal ganz geschwind. Im Kreis. Okay. Das war absolut sinnlos. Weil es so schön sinnlos war, schmeiß ich ein paar Granaten. Ich will jetzt eigentlich bloß ganz schnell zur nächsten zur Arena. Langsam aber sicher wird dieses Hack-and-Gay-Gameplay gegen diese Standardgegner ist doch ein bisschen öde. Ich will mehr von der Deadpool-Action, eindeutig. Hier hoch. Toiletten. Ecken zum Umschleichen. Sind aber jetzt nicht in ein Horrorspiel, oder? You dicks hang out here often? Get it with the dicks. Get it. Dude, seriously? The pee-pee song. We're gonna sing the pee-pee song. Nice dick. Trained the old lizard since level one. Yeah, dude, don't talk while I pee, alright? That water is cold and deep. Die Situation ist einfach nur super. I measure by length, I go by weight. Sag mal, wie lange wollen die eigentlich noch pinkeln? Your pee is normal, right? Du bist voll. It burns so good. Ah, I think I just passed the stone. Damn it, not the shoes. Hey, buddy. Give me a hand with this. It's kind of heavy. Oh, not cool, man. Really? Oh, really? Also, wie lange können die pinkeln? Und vor allem, wie viel Text können die da in eine kleine Pinkeltour machen? Dude, don't look. I'm trying to go here. You should really have those moles checked. Is this normal? Hey, covered wagon. I haven't seen one of those in years. Disgusting, you know, you get head cheese under there. I know I had a friend who had two holes on it. Called him Dose. Sie wollen ja eigentlich so schön ungestört bleiben beim Pinkeln, aber. Ever seen anything like that that was still white? Really? Sag mal, wie. Wow, that is a whole lot of piss. Das wollte ich auch gerade sagen. Hey. Was man jetzt zuerst bekommen sah vom anderen. Vor allem links und rechts. Ich habe zwei Hämmern. Das könnte so schön links und rechts boing machen. Wahrscheinlich macht es jetzt auch gleich boing, wenn ich L2 drücke. Aber verdammt, noch eins. Ich glaube, ich habe es jetzt wirklich ausgereizt. Jetzt halte wirklich die Klappe. Na gut. Okay, I get it. Never break the guy code again. Ja, war klar. Damn it, I can't think of any good dick jokes. Wasted opportunity. Hände waschen. Are we done? We good here? Versuch deine zu waschen. Bläh, was willst du denn schon wieder? Der ging noch ungefähr hier, glaube ich. Richtig? Komm mal raus mit deinem Kopf.
Ach. Oh, du regst. Moment hier mal, ist dieser Schalter? Drücken! This is nicer than my apartment. Nee, also das glaube ich nicht. Das Apartment ist so dreckig wie es war. Aber es ist trotzdem auch um einiges größer wenigstens. Und besser ausgestattet. Oh, das kann ich jetzt also. Ups, das, ja. Haha. Also die Sachen mit den Hochschlagen. Oh, das tut so gut. Jetzt möchte ich aber, dann muss ich vor allem auch hier zu dieser Arena kommen. Ich knall die auch durch das Gitter hindurch. Das ist mir sowas von egal. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viel Momentum. Und? Smashy, smashy. Haha. Echt gut. Ich habe schon wieder so viel Momentum. Das kann doch nur jetzt gleich abgehen. Na, wer möchte. Oh, schade. Ich muss aufpassen, die Reichweite ist doch ein bisschen kleiner. Hm, Granate ist ein guter Einfall. Granaten. Ah, shit. Sie ist tatsächlich mal abgeprallt. Was ich sonst nie getan. Au, perfekt. Da kann ich diese Blenkern jetzt ja viel effektiver einsetzen, wenn ich jedes Mal diesen Kreis rumsam machen kann. Okay, du hast es dir echt verdient. Komm her. Oh, viel zu sanft war das. Ich glaube, jetzt bin ich gleich in der Arena. Kurz ein bisschen checken, was diese Kontrolle gibt. Oh. Das war die Scheißhaustaste. Wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Der war gut. Das war eine gute Kombo. Den Abschluss fand ich vor allem ziemlich gut. Schöne Hammerzange. An den Kopf. Das war auf jeden Fall nicht angenehm. I'm sure of it. So. Ich, kann ich da jetzt vielleicht nur durch? Kann ich gar nicht durch? Ach so, ich soll wahrscheinlich schon hier runter. Ah, genau auf das habe ich gewartet. Ups. Naja. Gut. Jetzt, wo wir wieder in Checkpoint ist, finde ich das ganz gut, weil genau jetzt mache ich auch Schluss. Und yeah. Was mit der Arena auf sich hat, hoffen wir mal wieder auf eine Menge cooler Deadpool-Späße, die wohl auf uns zukommen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und bin gespannt, was da noch kommt. Seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht es gut.